Die Geschichte spielt im Sommer 2013, als ich Beraterin war. Das Krankenhaus arrangierte für mich die Teilnahme an einem Intensivkurs für Seelsorger. Dieser Kurs war sehr informativ und einer der Höhepunkte war, dass jeder Teilnehmer die Hypnose persönlich erleben sollte. Als ich zum ersten Mal von dieser Anforderung hörte, war ich ein wenig nervös und unruhig. Ich hatte noch nie eine Hypnose persönlich erlebt und hatte keine Ahnung, wie es sein würde. Meine Kollegen freuten sich jedoch alle sehr auf diese Erfahrung. Bevor wir uns der Hypnose unterzogen, erhielten wir eine Schulung und Einweisung. So wurde sichergestellt, dass wir uns entspannen und in den hypnotischen Zustand eintreten konnten. Als ich mich im Stuhl zurücklehnte und in den hypnotischen Zustand eintrat, spürte ich, wie ich mich allmählich entspannte und mein Körper immer schwerer wurde. In diesem Zustand fühlte ich mich, als würde ich in einer Traumwelt schweben. Mein Begleiter führte mich weiter und bat mich, mir einen wunderschönen Strand vorzustellen. Ich lauschte dem Geräusch der Wellen, die gegen das Ufer schlugen, und spürte die warme Sonne auf meinem Körper. Ich fühlte mich sehr entspannt und glücklich. Schließlich führte mich mein Tutor langsam zurück in die reale Welt. Als ich aufwachte, war ich körperlich und geistig völlig entspannt und fühlte mich sehr wohl und erfrischt. Diese Hypnoseerfahrung gab mir ein Gefühl für die Kraft der Hypnose und ein besseres Verständnis für die Grundsätze und Anwendungen der Hypnotherapie. Meine erste Sitzung verlief gut und ich konnte mich sehr gut entspannen und kontrollieren. Danach aß ich mit meinen Kollegen zu Abend und war bereit, ins Hotel zurückzukehren, um mich auszuruhen. Inzwischen war es dunkel geworden. Als ich wieder im Hotel ankam, war ich bereit, mich auszuruhen. Kurz nachdem ich mich hingelegt hatte, spürte ich ein enge Gefühl in meiner Brust. Das Gefühl kam und ging sehr schnell. Obwohl ich ähnliche Schmerzen schon oft gehabt hatte, war das enge Gefühl diesmal ausgeprägter und machte mir ein wenig Sorgen. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, fühlte ich mich immer noch etwas unwohl, aber ich beschloss, den Kurs an diesem Tag trotzdem zu besuchen. Als ich mich in der Anfangsphase der Sitzung befand und bereit war, in einen entspannten Zustand zu kommen, wurden die Schmerzen in meiner Brust noch schlimmer. Ich spürte, wie eine unsichtbare Kraft auf meine Brust drückte und es mir unmöglich machte, zu atmen. Ich erzählte meinem Lehrer von der Situation und sagte ihm, dass ich Hilfe brauche. Der Schmerz in meiner Brust wurde auch immer stärker, als ob eine Hand mein Herz festhalten würde. Ich hatte das Gefühl, dass ich sterben würde. Plötzlich hörte ich ein lautes Geräusch, wie ein Donnerschlag. Das nächste, was ich wusste, war, dass ich meinen Körper verlassen hatte. Meine Schmerzen verschwanden augenblicklich und ich schwebte über der linken Seite meines Körpers. Es ging alles sehr schnell. Ich hatte das Gefühl, in einem sehr ruhigen Zustand zu sein, als würde ich im Weltraum schweben, ohne jegliche Schwerkraft oder Einschränkungen. Das war eine erstaunliche Erfahrung. Aber es machte mir auch Angst, ich wusste nicht, was passierte und ob ich jemals wieder in meinen Körper zurückkehren könnte. Plötzlich wurde ich in eine andere Dimension gebracht. Ich war in eine sanfte Stille gehüllt. Um mich herum war kein einziges Geräusch zu hören, nur ein helles Licht. Ich kann mit Worten nicht beschreiben, wie hell dieses Licht war, denn ich hatte noch nie ein solches Licht gesehen. Auch die Farbe des Lichts war schwer in Worte zu fassen, als wäre es ein aus anderen Farben destilliertes Weiß. Dieses Licht strahlte eine starke Aura von Liebe und Akzeptanz aus. Ich hatte den starken Drang, diesem Licht so nahe wie möglich zu kommen. Ich spürte, wie ich leicht und frei wurde, frei von der Schwerkraft, als ob ich in dieser unendlichen Weite fliegen könnte. Ich wollte diesen Ort nicht verlassen. Ich wollte für immer an diesem Ort bleiben.
Damit Sie meine Geschichte verstehen können, muss ich Ihnen einige meiner früheren Erfahrungen schildern. Als ich ein Kind war, misshandelte mich mein Vater verbal und körperlich. Jedes Mal, wenn ich missbraucht wurde, fühlte ich mich hilflos und verzweifelt. Es war, als wäre ich an einem dunklen Ort gefangen, aus dem ich keinen Ausweg finden konnte. Ich wünschte mir, mein eigener Vater würde mich akzeptieren, aber er kritisierte mich immer und machte mich sehr traurig. In dieser Zeit zweifelte ich an meinem Wert und begann mich sogar zu fragen, ob ich es wirklich verdiene, geliebt zu werden. Dieses Gefühl der Hilflosigkeit ließ mich verzweifeln. Ich hatte auch eine sehr schmerzhafte Ehe hinter mir. Ich betete, dass Gott meine Ehe retten möge. Ich habe alles versucht, um meine Ehe zu retten, aber am Ende bin ich gescheitert. Mein größter Kummer ist, dass ich noch zwei Töchter habe und ihnen kein vollständiges Zuhause bieten kann. Ich will nicht, dass sie in dieser Umgebung aufwachsen. Sie sind für mich wichtiger als alles andere. Meine Frau hat mir einmal gesagt, entweder ich würde gehen oder sie würde die Kinder nehmen und mich verlassen. Ich dachte, es wäre das Beste für meine Töchter, wenn ich ginge. Auf diese Weise könnten sie zu Hause bleiben, und ihr Leben würde sich nicht wesentlich ändern. Ich bin sehr glücklich, dass meine älteste Tochter alt genug ist, um die Situation zu verstehen. Sie macht sich in allen Bereichen sehr gut. Meine jüngere Tochter hingegen hat eindeutig nicht verstanden, was passiert ist. Sie war erst 6 Jahre alt. Als ich gerade packte, um zu gehen, kam sie ins Schlafzimmer. Sie zerrte sanft an meinem Ärmel und sagte mit zitternder kleiner Stimme, »Papa, ich will nicht, dass du gehst, kommst du zurück?« Es gibt keine Worte, um die Traurigkeit auszudrücken, die ich in diesem Moment empfand. Ich nahm meine beiden Töchter in die Arme und sagte ihnen unter Schluchzen, dass sie mir sehr leid taten. Als ich nun in der Gegenwart dieses Lichts stand, wurde all der Schmerz, den ich zuvor empfunden hatte, geheilt. Ich hörte eine sanfte Stimme sagen, gib mir deinen Kummer, du kannst durchhalten und alles wird gut. Die Worte wiederholten sich immer wieder in meinen Ohren. Dann sah ich zwei lange Lichtstrahlen, die aus dem Licht kamen und meinen Kopf und meine Wangen berührten. Diese Strahlen vermittelten Liebe und Energie. Dann umarmte es mich vollständig. Ich durfte all meinen Kummer und Schmerz loslassen. Diese beiden Strahlen umarmten mich immer und immer wieder. Es war die intensivste emotionale Erfahrung, die ich je gemacht habe. Ich weiß nicht, wie ich dieses Gefühl genau beschreiben soll. Das Gefühl war so real, dass ich mich wohler und ruhiger fühlte als je zuvor. Als das Licht durchschien, wusste ich, dass ich nicht mehr allein war. Ich spürte eine bedingungslose Liebe. Eine Liebe, die keine Gegenleistung verlangte, nur reine Akzeptanz und Verständnis. Ich weiß nicht, wie lange ich schon hier bin, aber Zeit ist für mich kein wichtiger Begriff mehr. Eine Männerstimme sagt mir, du hast noch viel zu tun, du musst jetzt zurückgehen. Die Worte machten mich unruhig, denn ich wollte diesen wunderbaren Ort nicht verlassen. Als die Stimme verklungen war, begann meine Umgebung zu verschwimmen. Auch das helle Licht begann zu schwinden. Ich fühlte ein Unbehagen, weil ich diesen wunderbaren Ort nicht verlassen wollte, weil ich nicht ins wirkliche Leben zurückkehren wollte. Aber ich wusste, dass ich zurückgehen musste. Ich weiß nicht, wie ich zurückkam. Als ich wieder aufwachte, fand ich mich auf dem Boden liegend wieder. Meine Tutoren und Mitschüler waren um mich herum. Sie waren alle froh, dass ich aufgewacht war. An diesem Punkt in meinem Leben war meine Gefühlslage so komplex und verwirrend. Ich fühlte mich schockiert und frustriert zugleich und verspürte ein Gefühl von innerem Frieden und Trost. Meine Mentorin erzählte mir, dass sie keinen Krankenwagen gerufen hatten, weil sie dachte,
Ich hätte eine Art spirituelle Erfahrung gemacht. Später erzählte sie mir, dass mein Gesicht glühte, als ich auf dem Boden lag, und dass mir Tränen über das Gesicht liefen. Auf dem Boden lag eine Stoffpuppe, die ich in der Hand gehalten hatte. Ich streichelte sie sanft, während ich leise weinte. Auch wenn es sich ein wenig seltsam anhört, aber genau das ist passiert. Zu diesem Zeitpunkt wurde mir klar, dass diese Stoffpuppe mehr als nur ein Spielzeug war, sie repräsentierte etwas in mir. Die Lehrerin sagte mir, dass diese Stoffpuppe nun mir gehöre und dass ich sie für immer haben könne. Dieses Andenken hat für mich eine große Bedeutung. Sie steht für Liebe und Fürsorge und lässt mich diese Gefühle immer spüren. Ich habe sie bis heute aufbewahrt. Nach diesem Koma ging ich ins Krankenhaus, um mich einer Reihe von Tests zu unterziehen. Die Ärzte sagten mir, dass ich keinen Herzinfarkt hatte. Sie konnten die genaue Ursache nicht feststellen, aber sie dachten, dass es sich um eine plötzliche Erkrankung handelte. Ich war sehr verwirrt und beunruhigt, weil ich nicht wusste, ob die Krankheit wieder auftauchen würde. Nach einem Monat bemerkte ich jedoch, dass der Schmerz in meiner Brust verschwunden war. Ich fühlte mich durchgehend viel leichter. Ich hatte meine Gesundheit und meine Energie wiedererlangt. Als ich nach Hause zurückkehrte, war mein Kopf voller Zweifel. Ich wusste nicht genau, was diese Erfahrung bedeutete und was ich als nächstes tun sollte. Plötzlich hörte ich dieselbe Stimme, die ich ein paar Tage zuvor gehört hatte, und sie ertönte erneut: Wachstum. Diese Stimme war sehr klar, wie aus einer anderen Welt, voller Energie und Entschlossenheit. Sie wiederholte sich noch einmal: Wachsen. Diesmal war die Stimme lauter, voller Erwartungen und Ermutigung. Dann wiederholte sie sich erneut, aber diesmal in einem befehlenden Ton, als ob sie mir sagen wollte: Du musst wachsen. Diese Stimme hallte in meinem Kopf wieder und ließ mich eine starke Kraft spüren, die mich antrieb. Ich begann darüber nachzudenken, was in meinem Leben fehlte. Was ich ändern musste, was ich tun musste. Ich begann, in meinem eigenen Leben nach Antworten zu suchen. Ich investierte mehr Zeit und Energie, um meine innere Welt zu erforschen und den Sinn meines Lebens zu verstehen. Ich arbeitete hart daran, meine Denkweise und meine Gewohnheiten zu ändern, und begann, Herausforderungen und Chancen mit Zuversicht zu begegnen. Nach diesem Vorfall versuchte ich, meine Ehe wieder zu retten. Nach einiger Zeit nahmen wir unsere Ehe wieder auf. Ich erinnere mich noch genau an den sonnigen Morgen, als ich vor ihrer Tür stand. Mein Herz klopfte sehr schnell. Ich klopfte an die Tür und sie öffnete sie. Wir sahen uns an und sprachen nicht, spürten nur schweigend die Gegenwart des anderen. Plötzlich holte ich einen Ring hervor und sagte: Ich weiß, dass ich viele Fehler gemacht habe, aber ich bin bereit, mich für dich zu ändern. Willst du mich noch einmal heiraten? Ihr traten Tränen in die Augen, dann nickte sie und sagte: Ich will. Wir umarmten uns beide ganz fest. Ich bin so dankbar, dass ich weiterhin mit meinen beiden Töchtern zusammenleben kann. Sie waren auch einer der Hauptgründe, warum wir wieder geheiratet haben. Wir waren wieder als Familie vereint und haben ein neues Leben begonnen. Mein Leben hat sich sehr verändert. Ich bin selbstbewusster und entschlossener geworden und habe begonnen, positiver zu leben. Ich habe das Gefühl, dass ich reifer geworden bin und den Wahnsinn des Lebens zu verstehen begonnen habe.